Das ist Gason Stanley, genannt der Prof. Er ist Groundhopper und sammelt Besuche in Fußballstadien. Am liebsten in alten, etwas in die Jahre gekommenen. Es ist wirklich ein Kontrast zu diesen Bundesliga-Plastikarenen, die alle neu gebaut werden und nun komplett bestuhlt, alles aus Stahl. Und da hast du das hier als Alternative. Guck es dir einfach an. Das ist, hier riecht es noch richtig nach Fußball. Ne? Hier geht der Funke über. Für das Groundhoppen ist der Prof weit gereist. 4 Kontinente, 81 Länder und 500 Stadien, ob Schweden, Tunesien oder Argentinien. Die Leidenschaft Fußball lässt ihn die Welt sehen. Heute ist er in einem Stadion, das ihm in seiner Sammlung in Deutschland noch fehlt. Das Weser-Bergland-Stadion in Hameln. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Super Leute, guckt euch die Tribüne an. Alles wunderbar, rechtzeitig, right on time. Jetzt kann der Krimi hier losgehen. Seit knapp 20 Jahren betreibt er sein Hobby. Um das heutige Kreisligaspiel zu sehen, ist er extra aus Hamburg gekommen. Fahrtzeit 3 Stunden. Wenn ich freie Zeit habe, dann fahre ich zum Fußball, da habe ich Bock drauf. Ich setze mich ins Auto und fahre einfach los. Da kann ich entspannen, so wie hier. Weißt du, du sitzt einfach hier. Das ist fast so wie Yoga, wie andere Leute Yoga machen. Ne? Du kannst nachdenken, hast deine Ruhe. Doch manchmal trifft man zufällig auch andere Groundhopper. Dieser Herr ist extra aus Gelsenkirchen angereist. Die Groundhopping-Community in Deutschland hat tausende Mitglieder. Es gibt sogar eine App, in der man die Zahl der Länder und Stadien eintragen kann. Highlights teilt man mit Gleichgesinnten. Doch auch in der Kreisliga erlebt man Highlights. In der 94. Minute schießt Preußen Hameln den Ausgleich. Das ist Fußball. Das ist Fußball. Das kannst du dir nicht ausdenken. Der Prof ist zufrieden mit dem Besuch. In 2 Monaten führt ihn dann sein Hobby in Stadien in den USA und Kanada. Die Länder 82 und 83.